Es geht mal wieder um Internet, WLAN im Wohnmobil. Da habe ich mich jetzt entschlossen, diesen Router von Oyster, und zwar Oyster Connect, das Gerät hier einbauen zu lassen. Und darüber möchte ich heute in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Auch bei uns jetzt hier in Bockhorn gibt es ja jetzt die Firma GNS. Der Guido ist ja hier Kooperationspartner beim ortsansässigen Bosch Service. Und dort werde ich jetzt gleich hinfahren und dort wird dann das Gerät eingebaut und das werde ich dann zeigen. Ich werde natürlich nicht nur den Einbau zeigen, sondern auch, wie das Ganze funktioniert, wie wir es einbauen und welche Möglichkeiten man da hat. Und aber dazu später, da habe ich ja dann den Fachmann Guido, der wird uns das Ganze dann auch ausgiebig erklären. Kurzer Blick auf die Karte, wo sind wir? Wir sind in Norddeutschland, etwa 40 Kilometer nördlich von der Stadt Oldenburg. Der Bosch Service ist etwa 1,5 Kilometer von uns entfernt, also kann man sagen fast vor der Haustür. Der Bosch Service liegt in einem Gewerbegebiet in unmittelbarer Nähe der Bundesstraße 437, also sehr gut anzufahren. Etwa Mitte des Bildes sehen wir den Bosch-Dienst, den es etwa hier schon 20 Jahre gibt. Rechts unten etwas, dort dies markierte Feld, das ist die neue Halle mit dem Bereich Reisemobiltechnik. Diese neue Halle fahren wir jetzt an und dort werden wir erwartet von Guido Neigen. Nach einem kurzen Gespräch mit Guido erfahren wir, dass wir die andere Seite der Halle nutzen müssen. Also auf der anderen Seite der Halle gibt es auch noch eine Einfahrt und dort fahren wir jetzt hin. Etwa 4 Wochen gibt es jetzt hier die Kooperation zwischen GNS Bockhorn und dem Bosch Service hier in Bockhorn. Und hier kann man sich nicht nur Oyster Connect einbauen lassen, sondern natürlich Solar, Lithiumbatterien, Klimaanlagen und. Wir haben uns von Guido ja schon einiges in unser Mobil einbauen lassen. Solaranlage, Lithiumbatterien, Oyster Antenne und noch einiges Wechselrichter und so weiter. Und haben ein Vertrauen zu Guido gefunden und deshalb lassen wir dort jetzt auch die Oyster Connect einbauen. Wie man unschwer erkennen kann, steht unser Mobil jetzt hier in der Halle bei der Firma GNS. Bockhorn? Bockhorn, genau, so heißt es. Neben mir steht Guido. Hallo Guido. Hallo Hartmut. Wir wollen beide heute zusammen dieses Teil an unser Mobil anbauen. Genau. Einbauen. Genau. Und dazu sollst du uns jetzt aber erstmal ein paar Sachen erklären, ja. Um was es hier geht, um was es sich handelt, genau. Und die Vor- und Nachteile dieses Gerätes. Also schön, dass wir wieder mal ein Video zusammen machen, Hartmut. Und ja, es geht heute um die Oyster Connect, das neue WLAN- und LTE-Wunderteil von Tenhaft. Die hab ich mir ja schon vor einiger Zeit draufgebaut. Und die bauen wir dir heute auf dein Vario. Und ja, der Vorteil bei dieser, es geht im Grundsatz um Internet, ja. Wir beide sind YouTuber, wir sind auf Internet angewiesen, ja, auch in einer, wie soll ich sagen, das muss ja funktionieren, das muss störungsfrei laufen und da war ich auch immer auf der Suche, ja, muss ich ehrlich sagen, habe vieles ausprobiert und seitdem ich Oyster Connect auf dem Dach habe, läuft das störungsfrei, ja, also nichts gegen alle anderen Antennen so, ja, die haben alle ihre Berechtigung, aber das Ding ist einfach der absolute Hammer. Ich habe diesen Monat habe ich schon 350 Gigabyte durchgeballert, kann ich gleich auch mal zeigen, aber es geht ja jetzt um deine Antenne und zwar haben wir hier den großen Vorteil, dass wir eine Außeneinheit haben, die logischerweise auf das Dach kommt, die ist natürlich auch witterungsgeschützt, das ist auch nicht viel, du hast das ja gestern schon in die Kamera gehalten, das ist unter 2 Kilo das Ganze, also das kannst du dir überall drauf bauen. Jetzt hast du mit deinem Vario das Problem mit dem Gewicht nicht, aber ich sag mal, so ein kleiner Kastenwagen, der muss natürlich auf jedes Kilo achten. So, da sitzen jetzt die Außenantennen drin und zwar haben wir hier einen WLAN-Empfang und einen LTE-Empfang. Du kannst also frei wählen. Und das also vom Mobilfunk kann ich also auch empfangen, eine SIM-Karte kommt dann rein. Genau. Also du kannst auch während der Fahrt LTE empfangen. Mhm. Ja, der Klassiker ist ja immer, sage ich immer, der Beifahrer sitzt da beim iPad und ist im LTE
übers eigene WLAN-Netz und das Ding auf dem Dach empfängt einfach das Signal und du kannst das im Wohnmobil nutzen. Oder du stehst auf einem Campingplatz, wo du freies WLAN bekommst, also auch vielleicht auch kostenloses WLAN mit einem Passwort. Das sucht er sich automatisch, das kriegst du auf der Software angezeigt und dann gehst du halt da rein. Und das Schöne dabei, jetzt kommt das Entscheidende, der verstärkt dieses Signal. So, da bist du hier mit zwei Empfängern natürlich wesentlich im Vorteil. Das ist natürlich der absolute Hammer. Oder die Jungs von Tenhaft haben das so konstruiert, dass wenn der erste Sendemast, wenn der voll ist, wenn da so jetzt viele rein... LTE, genau, richtig. Du kannst ja umschalten auf LTE, genau, Mobilfunk. Wenn der erste Sendemast voll ist, sag ich mal, ich nenne das jetzt einfach mal so, ne? Da hängen jetzt die vom Campingplatz, dann nimmt er sich den übernächsten. Ah, ja. Das kannst du natürlich nur mit der Antenne. Ja. So, und deswegen habe ich die offen da und das funktioniert super. Ich kann das nur empfehlen. Ich bin restlos begeistert von diesem Ding. Ich habe diesen Monat, letzten Monat noch viel mehr, diesen Monat, ich wiederhole das nochmal, 350 Gigabyte verbraucht. Über das LTE-Netz. Über das LTE-Netz. Ich habe hier die Möglichkeit, WLAN zu nutzen. Mache ich aber nicht, wollte es ja testen. Ich habe WLAN getestet und LTE und das läuft beides absolut störungsfrei. Das heißt, du hast so eine Flatrate als Mobilfunkvertrag, wo du eben entsprechend nutzen kannst oder wo du so viel nutzen kannst, wie du möchtest. Genau. Jetzt kommen wir mal zu der Karte, die man ja in dieses Gerät drücken muss, weil das ist hier auf dem Dach. Jetzt muss ich ja auf der Leiter klettern, wenn ich da irgendwie Karten wechseln muss. Ja. So, ich habe es so geregelt, ich habe einen Handyvertrag mit einer Flat. Ja. So, das bedeutet, in Deutschland habe ich, egal wie viel Daten ich da brauche, sieht man an die 350 Gigabyte. Ja. Gut, wir laden ja auch Filme hoch, ja, das ist klar. So, und 350 Gigabyte und im Ausland habe ich 40 Gigabyte. Ja. So, das reicht mir erstmal. Ja. So, und deswegen habe ich mir eine zweite Karte geben lassen von meinem Anbieter. Mhm. Die war auch kostenlos. Die schiebst du da rein so, und dann bin ich aus dem Schneider, brauche ich da gar nicht hoch. Nee. Weil ich kann ja auch im Ausland wieder WLAN nutzen. Ja. Und ich muss ja nicht immer alles auf LTE machen, so wie ich das in Deutschland kann. Ja. Aber wenn ich da hoch muss, weil ich mir so eine spanische oder europäische Karte gekauft habe, dann muss ich da hoch, die vier Schrauben lösen, die Karte daraus. So, und warum ist das so? Ja, da sagen ja viele, oh, das ist ja Käse, das ist ja doof. Natürlich ist das nicht angenehm, aber A, bewegen wir uns dann wieder mal, wenn wir aufs Dach gucken, auch mal schön, sind die Dachluken noch dicht? Ist meine Antenne noch da, wo die sein muss? Ja, vor allen Dingen, ich habe die Tage ein Video gebracht über lose Solaranlagen. Da kannst du dann auch mal in dem Zuge, muss man positiv sehen. So, jetzt kommen wir mal zu der Technik. Der Entwicklungsingenieur von TENAF hat mir glaubhaft versichert, dass wenn du die Karte da oben drin hast, in dem Empfänger, wir sprechen ja über LTE, dann ist das Günstigste, was du machen kannst. Natürlich könnte man die jetzt in der Indoor-Unit. Das ist die Unit, die im Mobil eingebaut ist. Genau, das ist so groß wie zwei Zigarettenpackungen. Ja. Das wiegt auch gar nichts. Nein. So, die kommt unten. Natürlich können Sie das jetzt hier reinmachen. Ja. Das wäre ja technisch ja nicht das Problem. Nee. Aber auf dem Weg gehen so viele Daten verloren. Genau. Das hat TENHAFT exklusiv gemacht und auch nachgemessen und auch glaubhaft nachgemessen. Die Berichte könnt ihr euch im Internet ansehen. Ja, und deswegen steckt das Ding da oben drin. Wenn er also 100% haben will, jetzt zu dieser Zeit, in 5 Jahren mag es vielleicht was anderes geben, wer das jetzt so haben will, störungsfrei, kommt an diesem Ding nicht vorbei. Ganz einfach. Okay. Jetzt wird hier mal voll viel von 5G gesprochen. Ja. 5G hat das Gerät nicht. Nein. So, genau. Aber 5G, wenn ich das richtig weiß, es wird noch gar nicht so viel im Netz angeboten, oder bin ich da jetzt nicht richtig? Nee, da hast du dich so vollkommen richtig. 5G ist natürlich neu und 5G funktioniert ja auch nur, wenn das Netz passt. Ne? Ja. Man muss ja, wie der Netzbetreiber auch erklärt hat, die Mastenanlage, die müssen ja viel näher aneinander. Das heißt, es müssen viel mehr Masten gebaut werden. Und da ist man ja ist im Moment noch dabei. Ja. Ich habe ein 5G-Handy, ja, das habe ich neu und ich kann das... Ich bin quer durch Deutschland gefahren, ich habe es nur in Mönchengladbach und in Düsseldorf nutzen können. Ja. Ja, so. Das heißt ja für mich, dieses Netz ist noch, es funktioniert zwar schon, es gibt auch die Geräte dafür, so. Und dieses Gerät kann es nicht. Wir haben hier kein 5G. TENHAFT erklärt das auch sinngemäß so, wenn es dieses Netz gibt, störungsfrei, dann haben wir auch 5G. Aber solange bleiben wir bei 4G, ja, das ist ja LTE, ist ja gar kein Problem. Und ich muss sagen,
Ich als YouTuber, wenn ich einen Film hochlade, mir reicht 4G vollkommen aus. Ja. Ich brauche kein 5G. Ja. 5G ist natürlich nochmal sicherlich, das i-Tüpfelchen oben drauf. Ja. Aber da muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, ob ich das Gerät jetzt kaufe oder nicht. Ja. Das ist natürlich Quatsch, aus meiner Sicht. Ja, gut, okay, Guido, ich würde mal sagen, wir werden so langsam beginnen mit unseren Arbeiten. Ich werde natürlich dabei sein und helfen. Wir werden ein paar Aufnahmen dazu machen. Wie wir es immer machen, genau. Und dann zeigen wir mal, wie das Ding, erst fangen wir, glaube ich, mit dem Dach oben an, auf dem Dach an. Genau. Und da wird dieses Gerät aufgeklebt, beziehungsweise die Grundplatte. Ja. Wir gucken auch mal rein, wie das Gerät von innen aussieht. Ja. Können wir gleich auch nochmal zeigen. Genau. Und und dann schauen wir mal. Genau, ist auch alles schon dran. Ja. Der Naft hat alles vorbereitet. Genau. Du musst da nichts mehr rumschrauben oder dazu kaufen oder irgendwelchen anderen Mist, den irgendwelche Leute vergessen haben. Ja. Du nimmst das aus der Verpackung, gehst aufs Dach, klebst das auf und das zeigen wir jetzt. Okay, los geht's. So, wir haben jetzt so ein bisschen festgelegt, nicht ein bisschen, sondern wir haben festgelegt, wo dieses Teil, die Oyster Connect, hin soll. Das ist diese Position jetzt hier. Und jetzt muss natürlich noch durch das Dach ein Loch gebohrt werden oder eine Durchführung. Und hier habe ich schon zwei Antennen. Dort werden wir hier in dieser Nähe ein weiteres Loch bohren, kommen innen drin in einem Schrank raus. Dort ist schon ein Kabelkanal, sodass wir dann dort ohne weiteres gut rein können und dann das Ganze weiter verbinden können. Die Position ist gut, würde ich sagen. Da haben wir ja noch ein bisschen Spielraum. Du hast ja Platz genug auf deinem Dach, ne? Ja. Weil mehr Solar willst du ja nicht. Man weiß ja nie. Brauchst du ja auch nicht. Nee. Du richtest sie auch immer. Die Anlage ist sie auch so gut. Du hast ja auch noch ein Aufstellmodul. Aber die Ecke ist natürlich schon mal prima. Da haben wir Platz genug. Du bist nicht abgeschirmt von irgendwelchen Geräten. Wir legen den Platz nachher genau fest und klicken. So, jetzt haben wir ja hier vorgebohrt, ja, und der Stecker, dieser Stecker, der muss ja hier durch. So, und den bohren wir jetzt von oben nach, da haben wir es nämlich viel einfacher. Dafür haben wir uns hier schon eine Bohrmaschine vorbereitet. Ich greife mal hier durch das Bild, hier mit dem großen Bohrer. Ja, der passt dann ganz genau. So, und hier haben wir jetzt auch schon sichergestellt, dass wir hier keine Leitungen treffen oder getroffen haben. Deswegen mache ich das immer nach einem gewissen Ritual. So, dann geht's weiter. So, Dach wehrt sich natürlich immer ein bisschen, wenn wir den so auf die Pelle rücken. Aber das nützt alles nichts. Jetzt wird er noch ein bisschen aufgebördelt und dann passt dieser. Größer brauchen wir das Loch aber nicht machen. Ne? Das kehren wir jetzt natürlich noch zusammen hier und setzen dann die Dachdurchführung drauf, die das Ganze dann abdichtet. Immer. Ja, so passt es. Ja, genau. Hier kommt die Dachdurchführung. Da haben wir ja das Loch gefräst, ne, damit das Steckerchen hier auch durchpasst. So, dann machen wir hier ein gerades Stück Kabelkanal dahin. Ja, die Auto-Unit kleben wir hier auf, die wird nur verklebt, nicht verschraubt. Also ich verklebe sie nur, weil unter 2 Kilo wüsste ich nicht, warum ich das schrauben soll. Es ist vorgesehen zum Schrauben, ja, aber ich verklebe sie nur. Ne? So, hier wird geschraubt, das ist auch so vorgesehen bei der Dachdurchführung, ist auch besser so. Damit der Anpressdruck verhindert, also der Anpressdruck durch die Schrauben verhindert, dass das Ding undicht wird. Hier kann ja nichts undicht werden, weil wir es hier nur auf die Fläche aufsetzen. Und deswegen machen wir es hier mit Schrauben und da ohne. Ja, wunderbar. Zu dem Saubermachen, darf ich da noch was zu sagen? Ja, gerne. Jetzt kommen bestimmt einige, warum klebt er das nicht ab? Ganz einfach erklärt, weil ich es kann. Normal musst du das abkleben. Ja? Wenn du das aber schon 3 Jahrzehnte machst, brauchst du auch nichts mehr abkleben. Ja, also so genau.
Ja, ja doch, doch, das ist ja, das interessiert ja. Man hört das ja oder liest das ja immer wieder in Berichten im Internet. Ja, warum wird das nicht abgeklebt oder dann wird gezeigt, dass man es abkleben muss. Das ist natürlich Quatsch, dass man nicht muss. Man muss es abkleben, wenn man es nicht oft macht oder wenn man es nicht kann. Dann muss es abkleben, um die Fläche nicht zu beschädigen. Aber wenn du das schon lange machst, das siehst du auch bei vielen Betrieben, muss es nicht mehr. Ich wollte es nur mal sagen. So, jetzt primern wir das Ganze. Selbst unser Downy. Filmst du? So, Kleber habe ich jetzt aufgefüllt schon. Ne? Schwarzen Kleber natürlich. Wir haben ja eine schwarze Dachdurchführung. Den stecke ich mir immer rein, damit das nicht. So, und jetzt nimmst du dir das einfach behutsam. Ja? Ist vorher angezeichnet. Und klebst das in die Markierung auf, die du vorher gemacht hast. Das ist dann schon alles. Jetzt drückst du das an. So. So, der Hersteller möchte jetzt gerne Schrauben haben. Die machen wir jetzt da rein. Brauchen wir da nicht vorbohren? Nein, das ist eine selbstschneidende Schraube. Ja, das ist ein Metalldach. Bei dir ist ein Aluminiumdach. Da schneidet die sich automatisch rein. Aber im Klebebett. Ich habe natürlich hier, siehst du die Punkte, die da vom Kleber hochquillen, die kommen durch die Löcher nach oben. So musst du das auch verschrauben, ja, damit das dicht ist. Dass diese Schnittkanten von dieser Schraube müssen im Klebebett eingearbeitet sein. Und das können die nur, wenn du vorher von unten den Kleber in der entsprechenden Menge aufgefüllt hast und der hier oben rausquillt. Siehst du die Punkte, die hier hochkommen? Ja, man sieht's. Ich kann das eben, warte mal, ich zeig das mal eben hier. Da hängt der Kleber dran. Siehst du das? Da. Ja. So. Und dann steckst du die nur da rein, nimmst du einen vernünftigen Akkuschrauber. Hier im Hause Bosch natürlich obligatorisch. So, und dann. So, wenn es sich dann ein bisschen verschiebt, wie bei mir gerade, hast du immer noch die Möglichkeit nachzuarbeiten, wenn du den nicht richtig festgenommen hast. Das mache ich eigentlich immer. Ne? Schön locker lassen, bis du die zweite hier im Griff hast. Und dann kann der natürlich auch nichts mehr wegbrechen. Siehst du? So. Ich arbeite gerne mit Schraubenzieher nach, um den Druck besser anzupassen. Ne? Das hast du so, wenn du das so lange machst, hast du das im Gefühl, wie weit du eine Schraube drehen kannst, bevor die sich verabschiedet. Mhm. Das sind auch ganz wichtige Dinge. Ich kann das nur noch mal wiederholen. Ich würde sowas immer in einer Fachwerkstatt aufbauen lassen. So. Klar, die Dichtigkeit ist ja natürlich. Genau, jetzt quillt das natürlich noch mehr raus. Jetzt nehme ich mir die Wurst, schiebe die wieder zurück und habe die dann auch wieder fürs Klebebett, da wo die hingehört. So, und jeder, der schon mal einen Klebelehrgang mitgemacht hat, der weiß, es muss rausquillen. Das ist immer so. Das sieht man am Wohnmobilbau immer. Dann muss natürlich dezent sein, so wie hier, aber es muss rausquillen. Dann bist du sicher, dass du keine Luftblasen hast und dass das nachher auch dicht ist. So. Jetzt ist das dicht. Aber jetzt gehe ich hin, und so möchte der Hersteller das auch, betont das extra, TENAF möchte das so haben. Ja, wir werden jetzt die Köpfe, die sind natürlich gegen Korrosion geschützt, die werden wir aber trotzdem jetzt nochmal versiegeln. Und zwar setzt man da oben so einen Tropfen drauf, schön sauber, hier. Damit auch da nichts passieren kann. Ne? Da kommt jetzt kein Wasser mehr dran, jetzt kann da auch nichts mehr passieren. Aus meiner Sicht ist das so richtig. Ja, das haben wir, wenn du genau hinguckst, haben wir das vor Jahren, wie wir dir die Oyster 5 montiert haben, haben wir das hier auch gemacht. Guck mal, siehst du das? Da ist, bis heute ist das dicht, natürlich, ja, weil es auch rausgequillt ist. Und wir haben auch die Schrauben, die auch vorgesehen sind von TENAF, die haben wir mit extra Klebepunkte, haben wir die nochmal versiegelt. Ja, und so machen wir das hier jetzt auch. Ja, Dachdurchführung ist soweit fertig.
So, jetzt gehen wir mal in die Hauptaktion, die Auto-Unit von der Oyster Connect. Und da setzen wir jetzt mal die Karte ein und dann zeigen wir mal, wie das funktioniert. Okay. So, jetzt nimmst du einfach die Dichtung hier raus, die ziehst du einfach so weg. So, dann bist du hier an dem... Ah, da ist der Slot. Genau, da ist der Slot fürs Kabel. Ne, ich kontrolliere das auch immer noch mal, ob das richtig da drin ist. Und da ist der Kartenslot. Den legen wir jetzt ein. Er hat hier, die Auto-Unit hat hier den Anschluss für das Kabel, ne, für die Datenleitung von außen über die Kabelführung nach innen. Und hier ist der Kartenslot, da stecken wir jetzt die Karte ein. Die Montage auf dem Dach ist soweit fertig. Dachdurchführung montiert, Kabelverlegung zur Auto-Unit, die hier montiert ist. Wie gesagt, ich habe die jetzt nur geklebt, weil ich kann das so verantworten. Ja, das Ding wiegt unter 2 Kilo, ist aber auch zum Schrauben, muss aber jeder selber entscheiden. Dann habe ich hier zwei Klebis hingeklebt, um da nicht auch noch Kabelkanal zu nutzen, weil mir die Radius dann zu eng wird. Ich habe immer Bedenken, dass solche Kabel auch mal brechen, deswegen lasse ich den Radius so groß, mache das mit Klebis und fertig. Hier auf der langen haben wir natürlich einen Kabelkanal. So, das trocknet jetzt ab, 24 Stunden, und dann kann das natürlich auch belastet werden. Und auf dem Dach sind wir jetzt fertig. Gut. Endlich mal hier noch Mitarbeiter. Ja. So, guck mal, hier die Dachdurchführung habe ich jetzt zugemacht. Da haben wir jetzt, warte mal, da waren noch zwei. Ah, hier. Ne, da haben wir ja eben gebohrt. Ja. Das Kabel haben wir jetzt hier mit untergebracht. Da sind ja noch mehr Antennenkabel drin. Genau. So, dann verschließen wir jetzt hier wieder. Ne, das war ja schon super vorgearbeitet. Guck mal, sieht sauber aus. Ja. Kannst du hier schon wieder schließen und hier geht es jetzt weiter. Da ist das Kabel von der Oyster 5, wo wir eben die Dachdurchführungen noch gesehen haben, wo ich erklärt habe, ja, dass wir das damals auch schon so gemacht haben, um die Schrauben da mit diesem Punkt noch abzudichten. Das ist das Kabel, das geht hier hin zu der Box von der Oyster 5. Da legen wir jetzt hier unser Kabel noch mit bei, ja, von der Oyster Connect. Das passt auch alles noch und dann machen wir das wieder zu. Gut. Ja? Der macht jetzt den Stromanschluss hinten dran, damit wir die Indoor-Unit anschließen können. Mhm. Ja, und dann nehmen wir da den Betrieb. Ja, schön. Ja. Von oben kommt ja dieses Datenkabel, den steckst du hier rein. Mhm. So, hier kommt die Stromversorgung hin, also da. Ja. Ja. Und ja, hier ist natürlich noch ein USB für Service. Da kann dann der Techniker schauen, was dran ist, wenn irgendwas damit ist oder umprogrammieren. Aber wir brauchen nur die Stromversorgung und hier dieses Datenkabel. Also jetzt haben wir die Indoor-Unit montiert. Man sieht hier, dass zwei grüne LEDs blinken. Ja, hier unten ist die Box von der Oyster 5. Die war ja schon vorhanden. So, und jetzt konfigurieren wir das über die Konfigurationssoftware. Das macht der Stefan jetzt. Im Prinzip die Karte konfigurieren mit der PIN-Nummer. Das muss man nur einmal machen, wie beim Handy kennt man das. Ja, und das Ganze dann noch per WLAN konfigurieren und dann läuft das automatisch. So, und dann kannst du dich mit deinem Handy, Laptop, iPad,
iPhone, keine Ahnung, einwählen in dein eigenes WLAN. Ja, so, und dann hast du praktisch, gibst du auch einmal das Passwort ein dafür. So, das brauchst du auch nur einmal machen. Im Prinzip wie zu Hause, ganz einfach. Ne? Zu Hause hast du ja einen WLAN-Router, das ist nichts anderes. Da tippst du dich ja einmal ein, wenn du ein neues Gerät hast. Und wenn du in das Haus reinkommst oder wie hier ins Wohnmobil, verbindet sich automatisch dein Handy mit dem WLAN oder dein iPad oder auch dein Laptop, wenn du das öfters. Und dann musst du nur einmal machen und dann bist du. Und das ist natürlich super, weil das so funktioniert wie zu Hause. Und das machen wir jetzt, konfigurieren das und dann gucken wir dem Stefan mal über die Schulter. Gut. Jetzt. Ich verbinde mich jetzt mit der Oyster Connect. Ich suche eben das WLAN-Netz aus, weil ich habe jetzt die WLAN-Netze, die wir hier zur Verfügung stehen haben. Und wir haben jetzt den TH2 und den TH5. Das sind deine beiden Netze im Wohnmobil. Ja, das ist von Tenhaft die Geschichte. Die von Tenhaft, genau. Da klicke ich mich jetzt eben einmal drauf und dann gebe ich ihm einmal das Passwort ein. Das muss ja vielleicht nicht unbedingt filmen. Nein, machen wir nicht. Gleich, wenn er soweit ist. So, und gucken. Ob wir eine Verbindung kriegen. So, wir müssen jetzt, wir haben jetzt eine WLAN-Verbindung. Jetzt müssen wir einmal auf die Oyster drauf zugreifen und geben da eben die Netzwerkadresse ein. Ja, das ist diese 192. Ja, genau, 192.168. So, jetzt sind wir auf der Oyster Connect. Ah ja. Ne? Das ist jetzt die Seite von der Oyster Connect, die Startseite. Mhm. So, und jetzt müssen wir hier eben einmal den PIN eingeben von der Karte. Mhm. Brauchen wir gleich mal eben. Mhm. Dann speichert man den einmal ab auf Save. So, dann musst du hier jetzt einmal LTE-Mode drücken. Und Benutzername, brauchen wir den auch? Nein, brauchst du normalerweise nicht. Also. So, jetzt verbindet er sich. Mhm. Jetzt sagt er, PIN ist okay. PIN ist okay, genau. Mhm. So, 4G. Jetzt sagt er hier genau 4G, was wir hier haben. Das ist gut. Ne? Das ist gut. Und halt welchen Provider du hast, halt Vodafone in diesem Fall. Ja. Ne? So, das heißt, wir sind jetzt normalerweise schon im Internet. Das heißt, wenn wir jetzt mal eine Seite aufrufen. YouTube. Genau, wir nehmen mal YouTube. Ist hier. Sind wir schon im Netz. Oh ja. Ist aber schlecht, wenn du den jetzt filmst. Gut, funktioniert einwandfrei. Funktioniert. Wenn wir jetzt hier rauf gehen, hier sehen wir in dem Fall, welche WLAN-Netze es alles gibt, die Oyster jetzt empfängt zurzeit. Ah, ja. Das heißt unseren, Swiss Connect, nochmal unseren, wir haben viele und alle IMS Melchert, also alle, die er jetzt reinkriegt. Und überall, da stehen auch so 2,4 GHz oder 5 GHz, je nachdem welches Netz man gerade hat. Ne? Mhm. Und das sagt man zum Beispiel, der ist zum Beispiel offen. Das, man sieht ja, der Schloss ist auf. Das heißt, da könnte man sich jetzt rein theoretisch drüber verbinden. Mhm. Ne? Und alle anderen sieht man, ist ein Schloss, da brauchst du halt ein Passwort für. Genau. Und im Prinzip ist es so, wenn du jetzt irgendwo auf einem Campingplatz stehst, dann taucht der Name dann da auf, den du da hast am Campingplatz. Ja. Dann drückst du einfach drauf. Auf den da drauf. Ich nehme den. So, jetzt hat er den da oben reingenommen. Ah ja, Bosch als Warenkennzeichen. Jetzt kannst du da jetzt das Passwort eingeben, was du gekriegt hast vom Campingplatz. Ja. Kannst du sagen Save and Connect, dann speichert er das. Ah ja. Und dann holt er sich das WLAN-Netz statt das LTE-Netz. Ah ja. Mhm. Ne? Und dann das brauchst du auch nur einmal einrichten. Das heißt, solange das Passwort immer das gleiche ist auf dem Campingplatz, kannst du dann immer deinen Campingplatz wieder benutzen. Oder bei dir zu Hause zum Beispiel, wenn du das bei dir zu Hause hast oder irgendwie sowas. Ne? Dann brauchst du nicht über der LTE, sondern kannst das halt über Dings muss. Und dann kannst du hier oben draufklicken auf WLAN-Mode und dann schaltet der oben auf WLAN. So, dann wird das grün. Ich habe das Passwort jetzt nicht eingegeben, deswegen werden wir jetzt nichts finden. Wenn du wieder umschalten willst, dann kannst du einfach wieder auf LTE gehen und dann fängt er da wieder an und... Das muss ich allerdings immer mit dem Laptop machen, oder? Nein, du kannst auch oben an der Oyster selbst zwischen WLAN und LTE hin und her schalten. Also du brauchst nicht unbedingt einen Laptop. Wenn ich es einmal eingerichtet habe, kann ich es so machen. Ja, genau, richtig. Und kann ich das eigentlich auch mit dem iPad einrichten? Kannst du auch, es ist egal. Ja. Du kannst auch mit dem Handy, würde bloß ein Handy, ich sag mal, ein kleiner Monitor, ist ein bisschen doof, sag ich mal. Ne? Genau. Aber sonst kannst du es mit allem einrichten, wo du wie ein WLAN hat oder sowas. Okay. Ne? Wir müssen ja bei dir gleich auch noch einmal auf deinem iPad, wenn du das mit hast, einmal kurz einrichten oder machst das selber, musst du selber. Ja, das kriege ich hin. Ne? Guck, jetzt hat er das wieder alles. Ja. Jetzt könnten wir rein theoretisch wieder bei LTE. Ja. Und wie heißt jetzt mein Netz oder mein WLAN-Netz? Was das heißt TH. Ach, das ist diese Nummer. Das sind diese TH5
ja, und dann die 038 am Ende oder TH2038. Die kommen dann immer, das ist dein WLAN-Netz, was er jetzt aufbaut. Achso, das finde ich dann immer unter den Netzen. Genau, das findest du jetzt, wenn du den Laptop einschaltest. Ja. Und dann mal hier drauf gehst auf dein. Ja. Da sind zum Beispiel die ganzen WLAN-Netze, die der empfängt. Und das ist halt dein TH2 als Beispiel. Ja. Oder. Und warum habe ich zwei? Ich habe zwei verschiedene. Ja, weil du 5 GHz und 2,4 GHz. Ach so, das ist. Deswegen hast du zwei verschiedene. Ja, okay. Ne? Ja, okay. Kann man dann da einrichten. Wenn die grünen LEDs leuchten, dann ist der Empfang über LTE da. Und wenn sie rot leuchten, dann ist der Empfang über WLAN da. Ja, es ist geschafft. Wir haben die Geschichte eingebaut, die Oyster Connect. Und es funktioniert alles. Ich bin gut zufrieden. Wir haben alles durchgetestet. Natürlich werde ich im Laufe der Zeit immer mal zwischendurch wieder über die Geschichte berichten und zeigen, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert und welche Erfahrungen ich damit gesammelt habe. Jetzt, wenn ihr Fragen habt, dann würde ich euch bitten, schreibt den Guido an, denn der ist der Fachmann. Man kann natürlich auch TenHaft direkt anschreiben. Die sind natürlich noch besser drauf als wir. Aber Guido ist auch eben schon ein Fachmann. Und Guido, erzähl uns eben, was kann man tun, wenn man jetzt Fragen zu den ganzen Systemen hat. Also grundsätzlich muss ich sagen, kann man natürlich bei TenHaft auf die Seite gehen. Ja, einfach googeln TenHaft, Oyster Connect, dann kommst du bei denen auf die Seite, kannst dich da informieren. Da kann man auch hin anrufen, die haben auch einen Support, so grundsätzlich zu informieren. Wenn du aber ein Angebot brauchst oder du möchtest die kaufen, du möchtest die installieren lassen, wir können das ja in Grimma machen oder in Bockhorn bei GNS Grimma oder GNS Bockhorn, ja, dann gehst du einfach auf unsere Homepage www.gns-tv.de, kannst du ja vielleicht nochmal einblenden, Hartmut. So, da gibt es ein Kontaktformular, was ich auch immer wieder wiederhole bei mir auf vom YouTube-Kanal. Und dann gehst du entweder für Bockhorn oder für Grimma, schreibst rein, welchen Wunsch du hast. Das muss ja nicht nur eine Oyster Connect sein, das ist ja im Hause GNS, Bockhorn und Grimma auch für Solar oder Lithium der Fall. Einfach ausfüllen das Kontaktformular und wir machen euch dann ein vernünftiges Angebot. Wunderbar, Guido. Ich danke dir soweit. Ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und bye bye, bis zum nächsten Mal.